Moin Moin und willkommen. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade den Berufsverkehr von Stockholm hinter uns gebracht. Wir haben auch noch getankt, da es heute für uns etwas entspannter geht, da wir in Richtung Nünesham unterwegs sind auf der 73. In Nünesham werden wir die Fähre nehmen Richtung Gotland, wo wir ankommen in Visby. Dort in der Nähe haben wir nämlich diesmal eine Ferienwohnung, wo wir ein paar Tage bleiben und die ganze Sache mal etwas entspannter angehen. Also nicht so viel Fahrstrecke, denn eher ein bisschen wandern. Aber jetzt geht es erstmal zur Fähre, eine hoffentlich entspannte Überfahrt. Es ist zumindest ein blauer Himmel bei 9 Grad und der Wind ist auch ganz okay. Die weitere Fahrt von Stockholm nach Nünesham verlief ohne Probleme und wir kamen rechtzeitig an am Fährterminal. Die Fahrkarte habe ich gebucht über Destination Gotland. Dies ist auch die einzige Fährverbindung nach Gotland und zurück. Bezahlt habe ich für hin und zurück etwa 356 Euro, wobei die Rückfahrt über Oskarshamn verlief. Der Check-in verlief auch ohne Probleme. Da wir vorab unser Kennzeichen angegeben haben, wurden wir auch gleich mit den Vornamen angesprochen und wir bekamen dort unsere Bordtickets. Auf den Bordtickets war dann auch die Platzreservierung für die Longsessel, die sich im Achterdeck befanden. Ich würde empfehlen, diese Longsessel zu nutzen, weil das macht die Überfahrt von 3,5 Stunden viel bequemer und auf See ist nicht wirklich viel zu sehen, außer das Meer. Die Ferienwohnung ist bezogen. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht, wobei wir hatten eigentlich 3,5 Stunden Ausruhzeit auf der Fähre. Aber darum bewegen wir uns jetzt noch ein bisschen in der Natur. Ihr habt ja gerade gelesen, wir sind hier in einem Naturreservat. Darum habe ich auch die große Kamera mit und wir hoffen, dass wir etwas vor die Linse bekommen hier. Weil bei Natur kann man ja auch mit rechnen, dass hier auch Tiere sind. Zumindest hören wir schon mal ganz viele Vögel. Aber auf Gotland werden wir keine Elche sehen, weil die gibt es hier nicht, wie sonst in ganz Schweden. Höklind ist eine Kliffspitze auf Gotland. Sie liegt an der Westküste ungefähr 7 Kilometer südwestlich von Visby. Höklind, das der spektakulärsten Kliffküstenabschnitt auf Gotland ist, ist aus Riffkalkstein aufgebaut, der aus Schichten aus Kalkstein und Mergelschiefer unterlegen ist und 46 Meter hoch fast senkrecht aus dem Meer aufsteigt. Höklind bildet zusammen mit der Umgebung seit dem 20. Jahrhundert ein Naturreservat. Höklind ist auch ein Natura 2000 Gebiet.
Nach dem Spaziergang haben wir unsere Ferienwohnung noch etwas eingerichtet, also unsere Sachen ausgepackt. Und am Abend sind wir dann nochmal zum Cliff gegangen und haben den Sonnenuntergang, der nicht ganz so spektakulär gewesen war, genossen. Einen wunderschönen kühlen guten Morgen aus Visby. Wie ihr gestern gesehen habt, sind wir ja auf Gotland gelandet mit der Fähre. Wir waren sehr pünktlich da. Die Überfahrt war sehr entspannt. Durch die Relaxstühle oder Ausruhstühle auf der Fähre. Gestern Abend haben wir nicht mehr so viel gemacht. Also wir haben die Ferienwohnung bezogen und sind dann noch etwas spazieren gegangen an der Steilküste. Und ein zweites Mal waren wir dann noch draußen und haben uns den Sonnenuntergang angeguckt. Wobei der war nicht so sehr spektakulär und es war sehr frisch. Aber heute haben wir mal Stadtsightseeing angesagt, weil das Wetter soll nicht so berauschend sein heute. Also ihr seht das schon, es ist bedeckt draußen. Und wie ich sagte, es ist frisch, es sind gerade mal 9 Grad und es soll nicht viel wärmer werden. Und heute Nachmittag soll es sogar noch Regen geben. Visby ist übrigens die größte Stadt hier auf Gotland und es ist auch die Provinzhauptstadt von Gotland. Die ersten Nachweise für diese Stadt kommen aus der Wikingerzeit, aus 800 nach Christi. Und sie war im 12. Jahrhundert eine sehr gut angelaufene Hafenstadt hier. Irgendwann im 16. Jahrhundert meinten die Lübecker Hanseleute, die Stadt zu erobern, zerstörten dabei alle Kirchen außer die Kirche der Deutschen, die hier immer noch hier der Dom von Gotland ist, die St. Marien, glaube ich, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ansonsten, wenn es falsch ist, schreibe ich es euch unten rein. Im Sommer für die Leute gibt es immer hier eine Mittelalterwoche, wo auch einiges an spätmittelalterlichen Darstellern hier unterwegs sind. Einige von meinen Freunden waren auch schon hier zu den Veranstaltungen. Wir werden uns mal die Stadt angucken, wie hier jetzt die Stadtmauer von Visby, und dann mal sehen, was man hier so Schönes entdecken kann. Zumindest haben wir auch rausgefunden, es soll hier ein wunderbares Museum geben. Die Stadtmauer wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts zum Schutz erbaut und ist etwa 3,5 Kilometer lang. Sie gehört aufgrund von Renovierungsarbeiten des 19. Jahrhunderts heute zu den am besten und auch am vollständigsten erhaltenen Stadtbefestigungen in Europa. Die Domkirche zu Visby, der auch unter dem ursprünglichen Namen St. Maria Kirche bekannt ist, ist die einzige verbliebene mittelalterliche Hauptkirche der alten Hansestadt. Im 12. Jahrhundert wurde der Bau zunächst als dreischiffige romanische Basilika begonnen. 1225 wurde die Kirche der Jungfrau Maria geweiht. Um 1300 folgte ein erneuter großer Um- und Anbau. Angebaut wurde eine große Kapelle auf der Südseite der Kirche. Der Westturm erhielt 1423 seine heutige Höhe. Die heutigen Turmhauben sind allerdings eine Formgebung des 18. Jahrhunderts. Seit 1525, nach einem Sturmangriff der mit Gustav Vasa verbündeten Lübecker, ist die ehemals deutsche Kirche St. Maria auch die einzige Kirche in Visby. 1572 wurde die Marienkirche zur Bischofskirche und seit 2003 ist die Marienkirche zugleich die Kathedrale der schwedischen Kirche im Ausland. Das ist jetzt die Drotan-Ruine. Die wurde im 12. Jahrhundert erbaut als St. Tristan-Pfarrkirche
Und im Zuge der Reformation im 16. Jahrhundert wurde sie aufgegeben. Dort wurde sie geplündert und war dem Verfall preisgegeben. Hier sind wir jetzt in der Ruine der St. Laurentius oder St. Lars Kirche. Ihr Ursprung ist aus dem 13. Jahrhundert und auch diese Kirche wurde im Zuge der Reformation zerstört. Ich hatte ja dazu schon mal was zum Anfang gesagt, wo die Hanseleute aus Lübeck sich so hier ein bisschen ausgelassen haben und nur den Deutschen Dom, damals noch die deutsche Kirche, heilgelassen haben. Dies ist der Pulverturm der Stadtmauer. Allerdings den Namen hat er erst bekommen im 18. Jahrhundert. Vorher hieß er Lahmturm und es ist der älteste Profanbau Nordeuropas, der noch erhalten ist. Er ist erbaut worden im 12. Jahrhundert. Das Gebiet des heutigen Parks Almedalen wurde schon im vorhistorischen Zeitalter als gut geschützter Landungsplatz für Handel und Fischerei genutzt, was archäologische Ausgrabungen seit 1926 beweisen. Dort wurden unter anderem Schiffsreste und Brückenkonstruktionen gefunden. Visby besaß im 13. Jahrhundert eine Vormachtstellung im Ostseehandel. Am Park befinden sich die Almedalen-Bibliothek und der Campus Gotland der Uppsala-Universität. Gotlands Kulturhistorisches Museum heißt auf Schwedisch Fornsalen, was wörtlich bedeutet Halle der Altertümer. Hier kann man die Igelfrau aus der Steinzeit, Bildsteine, die nirgendwo sonst auf der Welt gefunden wurden, Silberschätze aus der Wikingerzeit, Kirchenskulpturen, mittelalterliche Rüstungen aus der dänischen Invasion im Jahre 1361 und noch viel, viel mehr sehen. Man kann mehr über die Korallenriffe erfahren, die das Grundgestein dieser Insel bilden, das menschliche Leben auf der Insel über 9000 Jahre verfolgen und in das goldene Zeitalter des Mittelalters eintauchen.
Ihr habt ja jetzt schon einige Bilder gesehen. Wir sind hier übrigens im Gotlandmuseum, wo die ganze Geschichte der Insel bildlich und natürlich mit Anschauungsmaterialien gezeigt wird. Es lohnt sich wirklich. Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro pro Erwachsener. Jetzt sind wir in der Ruine der St. Karin oder St. Katharina Kirche, die zu einem Kloster gehörte, was die Franziskaner 1233 gründete und 1250 vollendet wurde. Die Kirche mit dem ansässigen Kloster bestand bis in den 1520er Jahren, wo es dann so langsam verfiel, was wahrscheinlich wieder ein Grund war, die Reformation, was diese schöne Anlage zerstört hat. Am Nachmittag wurde das Wetter sichtlich schlechter und es fing an zu regnen. Darum beschlossen wir diesmal schnell wieder in die Ferienwohnung zu fahren. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!